Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales, die Chroniken des Vieh. Die Vieh-Chroniken auf dem Kanal von Kaffeebecher LP mit dem Gorobai und mit Nate und dem Vieh. Wir kennen es alle, das Vieh und Nate. So. Das Vieh bekommt das Seil. Für dich. Mit der Pflanzenpfeife locken wir den Blumentopf. So. Und das Vieh läuft jetzt einmal ganz schnell hoch. Läuft da raus. Läuft da raus. Können wir die Blume hier fangen? Die Pflanze. Oh, die Pflanze ist zu weit weg, sagt er, oder was sagt er? So, jetzt switchen wir einmal auf Nate. Oh, wie verstörend ist es, dass das Vieh da auf dem Kopf steht. So. Oh, lolol, oh, lolol. Und jetzt die Blüten. Ausgezeichnet. Kommst du dir auch so schmutzig vor? Oh, war das eine geile Aktion. Na los, durchs Portal. Rein zum Magier. Und die Blüten in den Kessel füllen. Ich glaube nämlich, da macht man sich ein Parfum. Obsession Nummer 1. Kreator de Demobil. Oh, der neue Duft von Dior. Obsession 1. Sprühe die Pflanze mit dem Blütenextrakt ein. Nicht. Alter Vieh, du bist echt eine Nase. Oh, toll. Ach, war ich müde. So, einmal tauschen wollte ich machen. Ich glaube kaum. Das Ding riecht schon nach Pflanze. Gut, dann musst nur noch du nach Pflanze riechen. Oder sprühe das Vieh mit dem Blütenextrakt ein. Halt mal still, ich will dich mit dem Blütenextrakt einsprühen. Ach, stell dich nicht an. Du wirst wie der junge Frühling riechen. Nun komm schon, denk an Layla. Na also. Pudo. Pudo. Naja gut, dann können wir jetzt mal vorbeigehen. Jetzt riechen wir ja nach normaler Pflanze. Also schön. Sie hört nichts mehr und ich rieche wie eine der ihren. Jetzt oder nie. Oh lolol. Geh weg. Das ist das Männchen oder das ist das Weibchen? Ich will nicht. Nein, heißt nein. Oh. Oh. Das war in letzter Sekunde. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Die Blume gebissen. Ich hoffe, das Ding ist wirklich magisch und ich kann es auch bedienen. Was zum... Cool, das sollte uns weiterhelfen. Na, wie haben wir das gemacht? Du sagst es. Zurück in die Nordlande, da werden selbstlose Helden gebraucht. Zauberlehrling.
Kapitel 5. Ende und Anfang. Wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende, Freunde. Findet ihr das genauso schade wie ich? Weil es keinen anderen Teil gibt? The Book of Unwritten Tales ist ja die Geschichte, die danach spielt. Das Buch der ungeschriebenen Abenteuer. Muss ich kurz überlegen, was Tales bedeutet. So, wir haben 99%. Zurück zu den Viechern, denke ich mal. Es geht los. Moment, wir müssen die Sache genau planen. Ich habe mir dieses Zepter unterwegs ein wenig angesehen. Wie es scheint, kann man mit diesem Ding die Zeit manipulieren. Mhm. Ganz recht. Man stellt hier am Griff ein, ob die Zeit beschleunigt oder verlangsamt werden soll. Und in welche Richtung. A la Lupe? Na, ob die Zeit in dieser seltsamen Blase vorwärts oder rückwärts laufen soll. Stell dir die Anwendungsmöglichkeiten vor. Die kosmetische Magie würde auf einen Schlag... Ja, natürlich. Erstmal ist Munkos dran. Aber danach wird es mich reicher machen, als es ein Herz jemals gekonnt hätte. Och, Nate. Och, Nate. Och, betrachtet die Wache. Einer meiner Ex-Kollegen bewacht den Weg hinab in die Werkstatt. Nun muss ich zeigen, ob wir es mit unserer neuen magischen Waffe gegen die Schurken aufnehmen können. Erschieß ihn! Hey, Wache! Weißt du, wie spät es ist? Oder, Moment. Rate mal, wem die Stunde geschlagen hat. Oder noch besser. Deine Zeit ist abgelaufen. Was meinst du, Kleiner? Time to say goodbye. Cool. Ololol. Aber wird Nate damit umgehen können? Mit dieser Macht? Cornelius. Das U-Boot. Können wir noch zu Cornelius gehen? Munkus hat das Heiligtum erobert. Ob wir uns dafür sein U-Boot schnappen? Ach, das würde den Viechern nicht helfen. Und außerdem dürfte das Ding gut bewacht sein. Was ist mit... Keine Zeit, um dem guten alten Cornelius einen Anstandsbesuch zu machen. Freund und Feind warten im Heiligtum. Dann wollen wir zu Freund und Feind. Der Pinguin läuft schon seit ein paar Tagen. Kaum zu glauben. Der Pinguin auf dem Laufband erzeugt immer noch diese seltsame Energie. Das sind PS. Pinguinstärken. Da ist noch eine Schachtel. Ich dachte, wir gehen jetzt rein, zeigen den Zepter auf Munkus. Eine Schachtel mit schwarzen Dingen. Sind das Teller oder Schalen? Etwas in der Richtung. Sind das Teller oder Schalen? Etwas in der Richtung. Sieht aus wie bei Mickey Mouse, ne? Bei der Mickey Mouse. So, dann gehen wir mal zu Layla. Wack, wack. Das Fass betrachten. Lulaui. Halt, kein Zutritt. Wer will uns aufhalten? Du? Du glaubst wohl, heutzutage würde Muskelkraft noch etwas zählen. Du irrst dich, denn ich hab das hier. Das hier. Ui, jetzt hast du es mir aber gegeben. Ich glaube, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Na, warum geht das Scheißding nicht? Vielleicht braucht es eine gewisse Zeit, um sich aufzuladen. Oder es hat einen Wackelkontakt. So oder so. Wir sollten uns nicht allzu sehr darauf verlassen. Oh, nein. Ja, ich benutze das Ding zumindest nicht mehr, wenn das Ergebnis eine blutige Nase sein könnte.
Besser, wir befreien Layla und die anderen mit konventionellen Mitteln. Wir müssen uns auf unseren Verstand, unsere Geschicklichkeit und unser gutes Aussehen verlassen. Besonders das Bleibt gute zu hoffen, Aussehen. Dass das Zepter im entscheidenden Moment beim Kampf gegen Munkus funktionieren wird. Das wird es doch. Hoffe ich. Gib dem Färbe die Ohren. Das ist doch die Idee. Nein, in Schwarz haben sie viel mehr Klasse. Schade. Für dich. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Halt, kein Zutritt, oder? Sind Sie ein Freund vom Chef? Ich muss das checken. Eure Boshaftigkeit? Hier ist jemand, der behauptet, ein Freund von Ihnen zu sein. Er sollte schon ein Freund von diesem Schleimbeutel sein. Mörder, Diktatoren und Wahnsinnige vielleicht. Zurück zu Cornelius. Er hat immer noch seine Lampe. Dringe ins Heiligtum ein. Okay. Ich dachte, wir stehen so kurz davor. Cornelius! Hat er dich also auch genarrt, mein junger Freund? Gefangen wie ein Tier im Käfig und weiß es nicht einmal. Ah, der Vorhang. Mitnehmen. Sehr gut. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee, dass wir uns verkleiden. Das Vieh muss sich verkleiden. Beziehungsweise, wir müssen uns wahrscheinlich zusammen mit Nate verkleiden. Oh, toll. Mit Nate spielen. Gib den Vieh den Vorhang. Da. Können wir den nicht anziehen? Färbe den Vorhang. Purpurner Vorhang. Also ich glaube, wir müssen uns verkleiden und vielleicht muss Nate sich auch als Vieh verkleiden oder so. Da. Dieses monströse Gerät vibriert leicht und es summt. Als wollten sich gewaltige Kräfte entladen und anwesende Pinguine und Viehretter in Stücke reißen. Ein einfacher Stuhl aus Holz. Passt nicht wirklich in die hochtechnische Welt der Viecher. Vielleicht haben sie ihn deswegen aussortiert. Benutze mit dem Pinguin. Wenn ich ihn altern lasse, würde ihm das Laufen schwerer fallen. Das wäre grausam. Ich könnte ihn verjüngern, bis er ein Ei ist und ihn morgen früh in die Pfanne hauen. Was natürlich auch nicht viel netter wäre. Natürlich nicht, Nate, natürlich nicht. Naja, wie wir weiterkommen, wie wir die Zeit ändern, ob wir die Viecher retten können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge bei The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken auf dem Kanal von Kaffeebecher LP. Bis dahin, euer Goro bei. Tschüss!